Sehr gut. Das gefällt mir. Da oben drin war was. Ein Stachel oder sowas. Nichts Schönes auf jeden Fall. So. Dieser Raum ist unschön nervig, muss man dazu sagen. Okay, ja, der ist eigentlich... Eigentlich geht er. Ich muss hier hoch, muss dann da hoch, muss dann noch... Ich heile mich einfach. Ja, weil ich es kann. Weil ich es kann. So, komm, geh weg. Danke. Schön. Ja, komm, jetzt feuer deinen Laser. Meine Güte. Ach, bist du dumm, Laser. Bist du dumm. So, hoch. Höher. Noch höher. Wieso klappt das nicht? Das klappt doch eigentlich so. Dachte ich immer. Ja, gut, ich dachte, hey. Hm. Komm hoch. Schneller hoch, schneller hoch, schneller hoch, schneller hoch. Yes, genau so klappt das. Jetzt weiß ich gar nicht, ist da was drin? Oh, das Schwert. Dann ist der nächste Bosskampf auch, ja, vorbei. So, Bosskampf Nummer 4 im Turm. Punkt, Punkt, Punkt. Verstehst du Worte? Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Ein epischer Dialog. Ah, du musst dich nicht dazu zwingen, okay? So, das Mädchen mit dem Kürbis auf dem Kopf. Es ist ziemlich schwach. Bin ich ganz ehrlich. Ist jetzt nicht die größte Gefahr, wenn man den Dynamitkörper hat, wie ich ihn mir schon geholt habe. Das dicke Mädchen. So, jetzt teleportiert sie sich ein bisschen rum. Sie erscheint zwar im Bossfenster, wo sie gerade ist. Ja, Boss-Pfeil nenne ich es mal eher. Links können die Kleinen mich jetzt nerven. Ja, das ist so. Ist nicht weiter schlimm. So, und jetzt ist sie gleich auch tot. Jetzt geht sie in ihre lustige zweite Form und macht ihren Scheiß. Wo ist sie? Kommst du jetzt her? Ja, jetzt geht sie in ihre zweite Form. Gleich ist sie tot. Und zwar, wenn ich sie noch einmal treffen, danke, du bist tot. Das war's mit dir. Mädchen mit dem Kürbis auf dem Kopf, du bist Geschichte. Awesome. So, hier hoch. Autsch. Hier, bitte. Hoch. Darüber. Und die grüne Kugel. Das heißt, wir haben jetzt wieder so viele neue Wege. Nämlich genau 3. Cool. So. Würdest du, bitte. Danke. Ah, nach rechts, 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 rechts. Oh Gott, weit nach rechts. Und hier runter, 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 runter. Runter, runter, runter. Und speichern. Denn jetzt sind wir in diesem Turm größtenteils fertig. Es gibt noch ein Item, was man hier abgreifen kann, was ich einfach mal der Einfachheit halber auf den Rückweg verlagert habe. Das Item wäre nämlich genau hier unten drin. Da unten. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das hinkriege. Hat schon mal sehr gut geklappt, aber das klappt. So, Golden Dust erhalten. Wir bekommen die Recovery-Fähigkeit. Ich drücke nach oben, benutze Zeit und ich kann mich für Zeit heilen. Schön, 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 schön. Dann werde ich das nochmal ein bisschen benutzen, obwohl gleich hier ein Speicherpunkt kommt. Übrigens ist das auch der schnellste Weg wieder raus, denn ich bin hier, fick dich Hase, gleich schon wieder unten. Ungefähr. Ja, wenn ich diesen Hasen da erlegt habe. Komm, Schwertkampf. Du willst Schwertkampf? Du bist dann gleich tot. So. Speichern, Kugel mitnehmen. Und ich würde sagen, wir haben damit hier alles erledigt. Ja, wir können jetzt noch nach da... Okay. Das nächste, was man tun kann, ist sich jetzt direkt um die grüne Tür in der Nähe kümmern. Ritter, 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 Ritter. Und zwar wäre die gleiche links. Machen wir das doch als nächstes. Wo ist die, wo ist die, wo ist... Oh, oh, leck mich, du Mistding. Okay, wo ist die, wo ist die, wo ist die? Die ist... Ein oder zwei Räume weiter. Ah, hier drüben, in diesem Raum ist die grüne Tür, von der ich sprach. Hinter dem Panzer. Wow, den ich grandios übersprungen habe. Okay, ein weiteres Zeit-Power-Up, was mich ein wenig aufregen könnte, da ich diesen einen Wall-Jump, den man hier braucht, nicht perfekt kann. Und ich schaff's trotzdem im ersten Versuch. So, die finale Zeitkraft-Alternative wurde freigelassen. Aber es ist noch nicht an der Zeit, diese Kraft zu benutzen. Was das bedeutet, wird später erklärt. Ich werde auch noch nicht weiter darauf eingehen. Merke aber gerade, dass ich jetzt hier nur mit dem Zeithase... Ist der Zeithase jetzt eigentlich wieder da? Sonst bin ich am Arsch. Zeithase. Dankeschön. So. So hätte das nämlich nur ausgesehen. Ich wäre hier links unten gelandet. Oh no. So, ich habe die grüne Kugel mitgenommen. Ich könnte mir jetzt noch die lila Kugel abholen. Oder ich gehe jetzt noch die 2 bis 3 Dinge ab, die mir noch fehlen. Ich glaube, damit werde ich anfangen. So,
Das heißt, wir sehen uns in einem Moment wieder in der Welt der Katzenkraftwerke. Momentchen. So. Jetzt kann man hier die grüne Tür aktivieren und man kann mit dieser grünen Tür dann nach hier links und dann drückt man da irgendwo. Wo war das? Genau, da. Danke, Basti. Oder Dynamite oder wie auch immer. Für dich. So, hier kann man runter. Man kann hier hoch. Man kann dann da rauf. Das hat mir noch nichts gebracht. Das ist für den Rückweg. Du bist kaputt. So, ja, das ist ein lustiger Raum. Das wird ein schöner Raum. Er wird mir so viel Freude bereiten. Einfach, weil er nervig ist. So, ich muss hier links rüber. Muss da das drücken. So. Und so. Und ich bekomme eine Zeitfähigkeit. Golden Dust. Jetzt interessiert mich mal, da ich mir das nie angeguckt habe, was passiert denn, wenn ich da oben auf den Knopf drücke? Rums. Das bringt nichts. Das ist schön. Mag ich. Mag ich sehr. Toll. Hilfreich wie sonst was. So, jetzt kann man hier zurück. Man muss jetzt auf dieses Ding drücken. So rums und so. Und kann damit dann die Zeit zurückspulen, um hier rauszukommen. Yay. Und eine Sekunde.